Wieder an gewohnter Stelle. Herzlich willkommen zur Montagsdemo. Ja, herzlich willkommen natürlich auch all denjenigen, die heute wieder das erste Mal mit dabei sind. Wer ist heute das erste Mal mit hier? Ja. Ja. Ich hatte ja schon fast überlegt, ob ich heute Abend einen Gesundheitsvortrag halte zum Thema Alzheimer, Demenz. Ich habe gedacht, das lasse ich dann doch lieber sein und steige direkt ins Thema ein. Liebe Leute, lasst euch sagen, wir haben in diesem Land extreme, rechtsextreme Nazis, Ausländerhasser. Und das Schlimmste ist, die Presse schweigt. Am 6. März hat Herr Söder und Herr Kretschmer wohl beschlossen, straffällig gewordene Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen und sie nach Hause zu schicken. Yeah. Das sind aber böse Menschen. Und die Presse schweigt. Niemand geht auf die Straße und demonstriert gegen Rechts- und Faschismus, wenn diese zwei Herren sowas vom Stapel lassen. Im Gegenteil. Herr Kretschmer hat ja hier noch auf der Demo gegen die bösen Rechten gesprochen. Das ist komisch. Das könnte man vielleicht mit Demenz oder Alzheimer-Demenz irgendwie in Verbindung bringen. Vielleicht kann man es aber auch nur mit den bevorstehenden Wahlen in Verbindung bringen. Vielleicht glaubt man, dass das Wahlvolk unter Alzheimer-Demenz leidet und vergisst, wer hier in diesem Land den Menschen Schaden zugefügt hat und nicht mehr heute weiß, was er gestern selber noch bekämpft hat. Ich kann mich gut erinnern, dass ich auch bei dem Video, was letztes Jahr hier bei der Demo gegen Rechts aufgenommen worden ist, einige seiner Mitstreiter, also von Herrn Kretschmer, seine Mitstreiter erkennen konnte. Ja, was ist denn nun? War das einfach nur eine Demo, wo man vielleicht auch Geld bekommen hat, um dabei zu sein? Wo man bezahlt wurde vielleicht? Ist das einfach eine Demo, die mit Steuergeldern finanziert den eigenen Wahlsieg sichern sollte? Es kann auf keinen Fall eine Demo gewesen sein, wo man ehrlich eigene Positionen vertreten hat. Sonst hätte man jetzt nicht komplett konträre Positionen zum Besten gegeben. Ich weiß nicht, wie man sowas aushalten kann, wenn man sich in die Position des Ministerpräsidenten geschummelt hat und derartig unehrlich, uncharakter- oder nicht charaktermäßig unterwegs ist. Solche Typen brauchen wir hier in Sachsen meiner Meinung nach nicht. Ja, und dann habe ich noch was auf dem Herzen, und zwar Paul Brandenburg, ich hatte es letzte Woche schon mal mit angefügt,
hatte mich gebeten, Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Ich hatte leider vorige Woche die Post noch nicht mit da. Nun ist am Dienstag der Brief gekommen. Ich habe den heute auch mit. Im Auto liegen die Formulare. Ich würde mich freuen, wenn wir als Görlitz ein Zeichen setzen und dem Paul ausreichend Unterstützerunterschriften mit auf den Weg geben können, die ich morgen dann per Post an ihn schicke. Also es müsste auch die Woche mal passieren, bis zum 18.03. müssen die wohl da bei der Kommission vorliegen. Also, wenn dann die anderen sprechen, würde ich mich einfach freuen, wenn ihr zum Auto kommt und dann entsprechend das Formular am besten im Licht ausfüllt. Ja. Die Gegendemo versucht mit ihrer furchtbaren Musik uns hier zu stören, aber gut, das sei denn gegönnt, zeigt, wessen geistes Kind sie sind. Ja, also, wie gesagt, Paul Brandenburg, würde ich mich freuen, wenn wir ihn unterstützen. Es ist unheimlich wichtig, auch was der Bürger dann noch zu sagen hat, dass wir Tatsache mit den Menschen in die Parlamente kommen, egal, angefangen ganz unten beim Stadtrat, Kreistag und auch im Europäischen Parlament, weil nur so können wir gewährleisten, dass dieser Zirkus erstens mal beendet wird, zweitens die Verantwortlichen bestraft werden und drittens sich hoffentlich so ein Schauspiel nie wieder wiederholen kann. Und nur indem wir selber in die Parlamente kommen, werden wir es auch schaffen, Kriegstreiber und wahre Faschisten aus Regierung und Parlament zu vertreiben. Ja, heute sollte ich nochmal mit erinnern, der Ingolf hatte letzte Woche was zum Thema Krieg vorgelesen und hat aber im ganzen Stress wohl vergessen, Unterschriften dafür zu sammeln. Der Ingo steht jetzt beim AfD-Stand, also auch da kann man parteiunabhängig eine Unterschrift mal mit leisten. Also ihr werdet heute mit Unterschreiben hier ordentlich gefordert. Dann wollte der Burkhard noch was sagen und die Oksana. Die Oksana, wo ist die jetzt? Oksana, ja, ich sehe dich. Du kannst dann auch mal langsam nach vorne kommen. Ich würde aber erstmal den Burkhard. Erst die Oksana? Gut, Oksana, du darfst dann erstmal anfangen. Liebe Menschen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe heute ein tiefes Bedürfnis vor euch, für mein Land, heute Abend hier zu sprechen. Ihr alle hier, die einen gesunden Menschenverstand und das Herz auf dem richtigen Platz haben, werden mich verstehen. Es ist der einzige Ort, wo ich öffentlich meine Stimme erheben kann. Hinter mir stehen meine Ahnen, die weder den Ersten noch den Zweiten Weltkrieg wollten. Es ist soweit. Dieses Wochenende entscheidet sich, wer in Russland weiter regieren wird. Ich bin im tiefsten Vertrauen, dass alle Völker, die in der Russischen Föderation leben, eine richtige Entscheidung treffen, dass sie alle weise genug sind, zu verstehen, dass es auf der globalen Ebene in Russland heute keine andere Partei gibt und keine andere starke Persönlichkeit, die verhindern kann, dass die Welt in einen neuen Weltkrieg stürzt. Putin mit seiner Mannschaft arbeitet schon sehr lange darauf hin, hat die nötige Weitsicht, um die Weltlage zu überblicken und die Pläne der Gegenseite zu durchschauen. Wir werden in diesem Jahr noch erleben, dass der amerikanische und der russische Präsidenten einander die
die Hand drücken und den Frieden schließen. Und der Wahnsinn in der Ukraine endlich aufhört. Ich kann von hier aus nicht zur Wahl gehen. Deswegen spreche ich heute, hier und jetzt, deutlich und laut. Ich gebe meine Stimme Putin und seiner Partei Jedinstva. Jedinstva heißt Einheit. Damit diese Partei an der regierenden Position bleibt und das zu Ende bringen kann, was sie angefangen hat, nämlich das Gleichgewicht auf der Erde wiederherzustellen und den Frieden zu bewahren. Es gibt vieles, was man kritisieren kann. Es ist vieles nicht perfekt in Russland, besonders in den Regionen, so wie hier auch in Deutschland. Das Geld fließt in die Hauptstädte, Großstädte und in die Waffenindustrie. Menschen sterben in der Ukraine, so wie in anderen Kriegsgebieten auf der Erde. Es gibt vieles, was wir in Ordnung bringen sollen. Wir brauchen viel Geduld und Zeit und Durchhaltevermögen. Und vor allem brauchen wir Zuversicht und Glauben an unsere rechte Sache, an unsere Aufgabe, sich selbst und die Menschheit in die freie, menschenwürdige Welt zu führen. Wenn die Weltlage stabil ist, im Gleichgewicht, werden wir keine Parteien mehr brauchen. Es ist unsere Pflicht, als Menschen unsere Macht an uns wieder zurückzuholen und Ordnung auf allen Ebenen und in allen Bereichen unseres Lebens zu schaffen. Wir stehen in Sachsen auch vor den Wahlen und müssen jetzt ganz weise handeln. Die Tatsache ist, dass die aktuell Regierenden unser Vertrauen missbraucht haben. Sie leiten Deutschland in den Chaos und in den Krieg. Und sie hetzen Völker aufeinander und nicht nur andere Völker. Sie hetzen Deutsche aufeinander. Die Parteien, die für den deutschen nationalen Stolz und für die deutsche Kultur sind, werden beschimpft, uns als rechtsextrem hingestellt. Die Menschen, so wie ihr, ich, wie Frank, alle Handwerker, Bauern, alle möglichen Berufe, die hier vertreten sind, Rentner, die hier jeden Montag auf dem Postplatz stehen, überlegt euch ganz genau, von eurer Entscheidung hängt die Zukunft unserer Kinder ab, die Zukunft dieses Landes und die Zukunft unseres Planeten im Endeffekt. Ich wünsche euch Weisheit. Hört nicht auf Medien. Hört in euch hinein. Hört auf eure innere Stimme. Geht in die Stille. Entscheidet euch. Jede Entscheidung ist richtig, wenn ihr diese Entscheidung aus eurem Herzen entscheidet und nicht von der Außenwelt beeinflusst werdet. Jede Entscheidung ist richtig. Denkt selbst und glaubt. Nur das, woran wir fest glauben, können wir manifestieren. Ich glaube fest daran, dass der amerikanische und der russische Präsidenten in diesem Jahr die Hände drücken und den Frieden zwischen Ost und West schließen. Der Frieden in der Ukraine ist wiederhergestellt
Ukrainer und Russen tanzen wieder zusammen Reigentänze, singen und sitzen gemeinsam an einem Tisch und trinken Quellwasser auf die Wiederauferstehung der Menschheit. Frieden mit euch, liebe Menschen! Mir вам, люди добрые! Благодарю вас! Also das waren bedeutsame Worte von unserer Roxana. Ich hoffe, sie haben Widerhall. Ich kann dazu eigentlich nur noch eine ganz kleine Ergänzung geben. Und im Prinzip hat sie ja alles Wesentliche schon erzählt. Kameras auf Schritt und Tritt, Fingerabdrücke im Pass, Chipdaten als Zugangsberechtigung. Schleichend wickelt der digitale Überwachungsstaat die Bürger in sein Netz ein. Seine Verfechter träumen davon, das Bargeld abzuschaffen. Kaufkraft gegen Gehorsam, Überwachung jedes Warentausches, Karten, die beliebig beschränkt ein- und abgeschaltet werden können. Das Experiment ist in Europa im vollen Gange, nun auch getestet an Asylbewerbern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ausgeweitet wird. An den Schwächsten natürlich zuerst. Wie alle Sozial- und Gesundheitsexperimente. Erst kürzlich habe ich wieder davor gewarnt. Und schon ist es Gegenstand von Überlegungen auch im Landkreis Görlitz und vom Landrat Meyer heute in der SZ nachzulesen. Es sollten sich wirklich alle überlegen, immer nur nach unten zu treten. Ich bin sehr in Hoffnung, dass alle hier Anwesenden und ihr erweiterter Bekanntenkreis die Zeichen der Zeit verstanden haben und die Notwendigkeit eines Politikwechsels in Zeiten von ideologisch gesteuerter, unvernünftiger und ungerechter linksgrüner Transformation, Misswirtschaft, Bevormundung, Steuerverschwendung, Bürokratie, Machtmissbrauch und Kriegstreiberei erkennen. Es gibt nur zwei Wege, daran etwas zu ändern. Alle beide erfordern Aktivität, Koordination und auch Mut. Ein Weg ist der Weg durch die Institutionen. Um als Bündnis Oberlausitz, Freie Sachsen an den Kommunalwahlen am 9.06.2024 überhaupt teilnehmen zu können, sind weiterhin Unterstützungsunterschriften notwendig. So viel zur Wahlfreiheit in unserem Land. Ich wiederhole, für die Stadtratswahl sind 160 Unterstützungsunterschriften für das Wahlbündnis Oberlausitz Freie Sachsen erforderlich. Stand heute Vormittag 43. Also da ist noch viel zu tun und es ist bald Ostern. Also ich möchte wirklich bitten, dass da vielleicht noch ein paar sich das überlegen. Ich weiß, viele haben schon unterschrieben. Manche haben auch erst einmal unterschrieben, aber es gilt grundsätzlich, dass wir versuchen müssen, in die Parlamente zu kommen, wenn wir in diesem System was verändern wollen. Jeder Einwohner der Stadt, inklusive Ludwigsdorf, Schlauroth, Kunawitz und Hagenwerder-Taubitz, kann diese Unterschrift, eine klitzekleine Fleißaufgabe, in Einwohnermeldeamt Hugo-Keller-Straße 14 leisten. Wir sind ausdrücklich keine Konkurrenz zur AfD, aber hoffentlich eine gute Ergänzung, um Interessen der Menschen in der Region und im Land zu vertreten gegen die Interessen der Nationalen Front. Dasselbe trifft auf die Kreistagswahl zu. Dort werden 230 Unterstützungsunterschriften benötigt. Wie das jetzt in den einzelnen Wahlkreisen dort aussieht, können wir leider noch nicht sagen, weil uns der Wahlleiter das noch nie verraten hat. Die Städter können das ebenfalls im Einwohnermeldeamt tun. Sie sollten also darauf achten, zwei Formulare für das Wahlbündnis, Bündnis Oberlausitz, Freie Sachsen, ich kann es nicht oft genug wiederholen, zur Unterstützung auszufüllen und zu unterschreiben. Ausweis bitte nicht vergessen. Alle aus dem Umland können das Wahlbündnis für die Kreistagswahl unterstützen, mit ihrer Unterschrift den Wahlantritt ermöglichen. Dazu ist lediglich ein Gang auf das Rathaus
der jeweiligen Gemeinde nötig zu den üblichen Öffnungszeiten. Bitte seid fleißig, sagte ich schon das letzte Mal. Wenn wir nichts verändern, werden wir verändert. Die Anzeichen hier vermehren sich. Jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar, ich habe immer noch Flyer. Wer eventuell noch ein bisschen Info haben will oder Info verteilen will, an mir am Auto. So wie letzte Woche. Und dann noch eine zweite Sache. Also, wir brauchen eigentlich lauter Bürostände hier. Der Jochen hat mich noch gebeten, ein paar seiner Heftchen unter das Volk zu bringen. Gegen den Energieausgleich. So ein bisschen. Auf freiwillige Art. Selbstverständlich. Bruch bei mir am Auto. Wer da Interesse hat. Vielen Dank. Thank you.
So, wieder ein Monat, Montag haben wir hinter uns gebracht. Ja, der Monat ist auch gleich wieder rum. Ja, ich würde sagen, wir haben heute wieder etwas ruhigere Zeiten da oben erlebt. Hoffentlich sind nächste Woche wieder die Linksfaschisten unterwegs, damit es nicht langweilig wird. In diesem Sinne, kommt gut nach Hause, lasst euch gut gehen und nächste Woche sind wir wieder gemeinsam hier am Kämpfen. Bis dahin, alles Gute für euch.